Ja, Herr, über verschiedene Art und Weise, wie man mit Gruppen umgeht, die eigentlich an ihre Lehre haben, an falschen Jesus haben. Und wir haben letztes Mal die römisch-katholische Kirche, das römisch-katholische System getan. Wir haben gesprochen über Maria, Petrus und die Tradition und möchte heute sprechen über das Thema, dass die charismatische ihre Lehre. Das will ich in ihre Lehre und wir möchten das unterteilen in Zeichen, Zungen und Heilung. Und die schnellst wechselnde ihre Lehre ist bei weitem die charismatische ihre Lehre und Bewegung. Die hat vollkommen die römisch-katholische Kirche infiltriert. Und die meisten Freikirchen sind heute charismatische Gemeinden. Sie nennen sich heute Pfingstgemeinde oder sie haben sich non-denominale Gemeinden genannt, ohne einen Namen, so von Christuszentrum oder so etwas. Aber die meisten sind schwer charismatisch indoktriniert, wo die Gefühle über die Heilige Schrift stehen. Im Allgemeinen ist da auch kein Heilige Schrift mehr. Und vor allem diese drei Themen, Zeichen, Zungen, Wunder, werden zentral gestellt. Zeichen wollen die Leute sehen. Und Jesus sagt, ein ehebrecherischer Arzt sucht ein Zeichen. Und damals kann man nur das Zeichen von Jona, die Auferstehung Jesu Christi. Zeichen sind für Juden, sondern wir sehen nicht für Christen aus den Heiden. Zungen ist auch ein Zeichen, Gabe ist eigentlich ein Gericht Gottes. So haben die Zungen angefangen mit Babel. Und Heilung ist eine Sache, die die Juden als Zeichengaben brauchen, um zu glauben, dass Jesus der Messias ist. Nicht für Christen aus den Heiden. Und heute will man Show haben, Entertainment haben. Der ganze Müll kommt wie immer aus den USA, wie die Adventisten, wie die Zeugen Jehovas, wie die Mormonen. Die kommen alle aus den USA im 19. Jahrhundert, da kamen die großen Erweckungen. Die Freunde haben das nachgeahmt mit all diesen Irrlehren. Und noch immer ist die meiste charismatische Irrlehre mit der charismatischen Musik aus den USA. Aber die Amerikaner lieben eine Sache, Entertainment, Unterhaltung. Und selber etwas prüfen tun die Amis nie. Vergiss niemals, die Amis sind bei Jahrhundert eine der dummsten Leute, die es gibt, weil sie haben nur eine Absicht, Entertainment, Unterhaltung von Hollywood bis Musik, bis Sport, das wollen sie, aber etwas lesen und sicher ein englische Bibel lesen, das tun sie überhaupt nicht. Sie möchten gute Gefühle haben, Unterhaltung und sie zahlen wahnsinnige Beträge an Hollywood-Schauspieler, Sportspieler und charismatische Prediger. Und ich habe nun Mitleid mit diesen Amis, die dann wahnsinnige Millionen gehalten, also verlieren, aus dem Taschen geklopft bekommen, weil sie sind zu faul, eine englische Bibel zu lesen. Und vergessen neben eine Sache nicht, Amerikaner haben noch keine einzige gute amerikanische Bibel produzieren können. Mehr als 200 sind aufgekommen in den letzten 200 Jahren und kein einzige ist gut. Die einzige gute ist eine englische Bibel. Amerikaner haben nur die Schrift verfälscht. Vergiss das niemals. Also, wir möchten anfangen mit einem Vers in 1. Korinther, Kapitel 1. Dass wir lesen da, dass die Juden ein Zeichen fordern. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 22. Wir lesen da, sieht mal, die Juden Zeichen fordern und die Griechen nach Weisheit fragen. Das heißt, Juden fordern ein Zeichen. Nicht die Griechen und ihr, soweit ich weiß, seid alle nicht Juden. Das heißt, Griechen, Heiden und ihr habt Interesse an Weisheit. Eben mit einem Doktortitel oder die qua Weisheit oder Philosophie oder Kenntnis, was meldet, darin haben Deutsche, dafür haben Deutsche Respekt, aber nicht für Zeichen nach dem Mensch gesprochen. Lieber Vater, wir danken nochmals für dein Wort, Vater, deine Hilfe und Gnade, um das Wort klar und verständlich bezüglich der charismatische ihre Lehre zu erklären. Wir brauchen deine Hilfe. In Jesu Namen fragen wir. Amen. Also, erstens ist die Juden fordern ein Zeichen, also das mal hier so aufschreiben, 1. Korinther 1, das kann man zum Beispiel besser auch so in der Bibel, von der Bibel aufschreiben, dann schreibe ich zum Beispiel, Zeichen ist für Juden, so mit Staccato-Wörter, du kannst das von in der Bibel aufschreiben, dann ist das hilfreich, wenn du später das in einem Gespräch auf der Straße hast mit jemandem, kannst du sagen, hey, dann weißt du direkt, hey, das ist verbunden mit spezifisch für Juden, weil du kannst nicht alles
im Kopf habe, was der Inhalt ist von so einem Vers. Jahre war ich in Athen, in der, auf der Areopagus, und in Jahre 90 habe ich da gepredigt, und da kamen drei junge Leute, die haben dann nach ihm gefragt: Ja, du hast gesprochen über diesen Jesus, dass er der Messias sein sollte, dass er ihn glauben sollte. Was für Zeichen hat er getan, dass er in der Tat der Christus ist? Dann habe ich sie direkt gefragt: Seid ihr Juden? Das waren Juden aus Irak. Aber sie gesagt: Ja, wie weißt du das? Und noch niemals auf die Straße hat jemandem gefragt, was für Zeichen hat jemandem getan, um zu beweisen, dass Jesus der Messias ist. Das fragt nicht ein Heiden, das fragt ein Jude. Also als Erste. Dann, wo haben die Zeichen angefangen? Die haben angefangen mit dem Anfang von Israel als Volk. Und der Ziel war, dass Israel als Volk sollte glauben, dass Mose von Gott gesandt war. In 2. Mose Kapitel 4 lesen wir in die ersten 9 Versen. 2. Mose Kapitel 4 lesen wir die ersten 9 Versen. Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben, noch meine Stimme hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm: Was ist, dass du in deiner Hand hast? Er sprach: Ein Stab. Er sprach: Wirf ihn von dir auf die Erde. Und er warf ihn von sich, da war er zur Schlange. Und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke deine Hand auf und erhasche sie bei dem Schwanz. Und da streckte er seine Hand aus und hielt sie, und sie war zum Stab in seiner Hand. Darum werden sie glauben, dass dir erschienen sei der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Darum, warum? Da wurde ein Zeichen getan, dass ein Stab mal Schlange wird und andersrum. Vers 6, und der Herr sprach weiter zu ihm: Strecke deine Hand in deinen Busen. Und er steckte sie in seinen Busen und zog sie heraus. Siehe, da war sie aussätzlich wie Schnee. Und er sprach: Tut sie wieder in den Busen. Er tat sie wieder in den Busen und zog sie heraus. Siehe, da war sie wieder wie ein sein ander Fleisch. Wenn sie dir nun, sieh, das ist das Volk Israel, nicht werden glauben, noch deine Stimme hören beim Zeichen, so werden sie doch glauben, deine Stimme bei dem anderen Zeichen. Wenn sie, Israel, aber diesen zwei Zeichen nicht glauben werden, noch deine Stimme hören, so nimm das Wasser aus dem Strom, das ist der Nilfluss, und gäuß es auf das trockene Land, so wird dasselbe Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Drei Zeichen. Warum? Anfang von Israels Volk, das ausziehen sollte aus Ägypten, war die Juden vornein Zeichen. Kein Heiden war dabei, das war ein Zeichen für die Juden, nicht für, das, für die Ägypter. Also es ist in 2. Mose 4, der Anfang von den Zeichen ist verbunden mit Israel als Nation. Das ist der Anfang von diesen Zeichen Israel als Nation. Dann in Johannes Kapitel 4, Vers 48 im Neuen Testament. Johannes Kapitel 4, Vers 48. Jesus sprach zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichenwunde seht, so glaubt ihr nicht. Und da liegt das Problem: Wenn jüdische Nachfolger nicht die Zeichenwunder sehen, dann glauben sie nicht. Bei Juden vorne ein Zeichen. Das ist die Standardsache bei jedem Juden. Wenn ihr das nicht seht, wird nicht geglaubt, dass der Messias oder der Name Jesu, wenn das durch ihn getan ist, von Gott kommt. Johannes 4, 48. Bleiben wir in Johannes Evangelium, gehen wir nach Johannes 6, Vers 30. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du? Und er sagt: Was ist das für eine Gruppe, die da fragt um ein Zeichen? Und das glauben sie nämlich nicht. Vers 31. Unsere Väter haben Manna gegessen in der Wüste. Wie geschrieben steht, er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Na, das ist Vers 32 Mose in der Wüste, die mit Israel durchgezogen ist. Die braucht ein Zeichen, Mose hat die Zeichen getan, sie sollten geglaubt haben, sie haben eigentlich nicht viel geglaubt, obwohl sie ihm nachgefolgt sind, auch in der Exodus aus Ägypten. Und hier ist das Gleiche, da kommt ein Prophet wie Mose, die Zeichen tut, und die sollten sie geglaubt haben, und die glauben sie wiederum nicht. Dann in Markus Kapitel 16,
haben wir die letzten Worte, die Jesus Christus spricht, bevor er zum Himmel fährt. Markus Kapitel 16. Wir lesen da Vers 14, 17 und 18. Markus 16, Vers 14, 17 und 18. Und da war Johannes 4, glaube ich, gab Vers 48 und 6, Vers, was war das? 38? 30. 30, ja. Das ist immer, was die Charismaten, wo die Charismaten mit kommen. Und ich kann es hier schön herannehmen. Markus 16, Vers 14. Zuletzt, da die Elfen zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalte ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt hatten, denen, die ihn gesehen hatten, auferstanden. Und nochmals, das kann er tun, weil er sagt zu den Pharisäern, ihr bekommt kein Zeichen, wenn sie darum fragen, außer Zeichen von Jonah. Das heißt, er sagt in Johannes 2, bringt den Tempel ab, spricht von seinem Körper, in 3 Tagen werde ich ihn aufbauen. Er sagt, tötet mich, sagt er indirekt, und in 3 Tagen stehe ich von den Toten auf. Und das haben sie auch verstanden, das haben sie zu Herodes gesagt, dieser Lügner, dieser Verräter, dieser Betrüger hat gesagt, er soll nach 3 Tagen aufstehen, also versiegelt sein Grab. Und ist das Siegel verbrochen, sein Körper ist weg, und sagen sie dann, sie glauben noch immer nicht. Nun, hier in Markus Kapitel 16, werden die Jünger auch ermahnt. Und dann lesen wir in Vers 17 von Markus 16, die Zeichen aber die, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Na, das ist, was an Charismaten gesagt, dass sie tun können. Das Letzte sagen sie dann immer, auf die Kranken die Hände legen. Dann sagen sie, naja, lass mich kommen, dann komme ich lediglich die Hände auf dich. Die meisten haben fest dann Ohnmacht oder ein Bein wird verlängert oder solche Unsinn. Aber wo waren sie in der Zeit von Corona, wenn Leute in der Tat Inhalierungs-, Atmungsprobleme hatten? Wo sind sie gegangen in diese Intensivstationen hier in Deutschland? Haben sie da nicht die Hände gegeben und dann Hände auf die Intensivstationen? Nein, wurde nicht getan, weil sie können noch kein tote Maus heilen. Sie sind Lügner und Betrüger. Wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Ich habe mal das Beispiel gegeben, war in den USA, dann habe ich gepredigt, dann kam jeden Tag so ein Typ, der hat mich schon böse angeschaut und ist ehrlich gesagt, da. Ist nicht schlecht, was du tust, aber hast auch die Zeichengabe von Gott. Und ich sage, ja, ich habe viele Zeichengaben. Oh ja, dann hast du da. Ich sage, naja, ich spreche verschiedene Zungen. Oh ja, sagt er dann, welche dann? Ich sage, Niederländisch und Französisch und Deutsch und Englisch. Und das mag ich nicht, die Englischsprache. Ich sage, na, Zungen sind bekannte Sprache, Apostelgeschichte 2, so eine Sonne. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich sage, na, das sagt die Bibel ganz klar. Und dann kommt er nichts dagegen sagen. Dann sagt er dann, aber haben Sie auch andere Gaben? Ich sage, ja, ich, ich kann das Evangelium bringen und da kommen Leute zum Glauben an Jesus Christus. Eine ziemlich besondere Gabe. Nein, 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 das brauche ich nicht. Die Gabe in Markus 16, diese Gabe. Ja, ich sage, haben Sie die dann? Ja, ja, natürlich habe ich das. Ah, wirklich. Sie sind kein Lügner. Nein. Also Sie lügen nicht. Nein, nein, nein. Also ich glaube schon, dass Sie lügen. Wurde er wütend. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn er etwas Tödliches trinkt, dann wird es Ihnen nicht schaden. Natürlich habe ich das gesagt. Ich sage, naja, wir kaufen was Ammoniak oder Arsen, was du kaufen kannst bei so einer Apotheke. Und, oder wieder anders. Und Diesel oder was auch. Und trinken sie einfach nach innen. Und danach kein Handys. Aber danach dann habe ich schon die Überzeugung, dass du auch apostolische Zeichen hast. Und dann komm, wir gehen mal. Und dann wollte ich gehen. Und das kam, hat er gesagt: nein, 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 das muss ich nicht tun. Ich sage, wieso nicht? Da hast du doch die Gabe. Nein, ich will Gott nicht versuchen. Er wusste natürlich, wenn er das trinkt, dass er große Schade hat. Nein, das wollte Gott nicht versuchen. Und du kannst auch heute tun, du gehst gerne zu Starnersee, weißt du das hier? Starnersee, Tegelsee. Dann sagt er nachher, na, weißt du was, oder wollen die Leute taufen da, so in Juni? Na, laufen nicht über das Wasser. Das ist doch größere Werk als Jesus tun, nicht? Sagt Johannes 14. Ja, aber Wasser laufen schon. Das ist doch kein Problem für dich. Sie können überhaupt nicht auf nichts laufen. Sie können nichts Tödliches trinken, sie sinken durchs Wasser, sie werden direkt sterben. Warum? Sie sind Lügner. Sie haben die Gabe nicht. Und das ist wichtig, dass am Moment, dass du, und lass niemals dich die Hände auflegen, das ist ganz wichtig, das tun sie ganz gerne, um unreine Geister zu übertragen.
Erlaub das niemals. Ich habe mal erzählt, die Geschichte. Da war eine junge Dame, die kam in Dornbirn in Österreich auf uns zu. Das war 2004 oder 2005, 20 Jahre her. Und die, aber geprägt auf die Strafe, hat sie gesagt, mit einer anderen jungen Dame, ja, könnt ihr auch befreien? Befreien, sondern Jesus kann befreien. Und dann kannst du auch befreien, sondern Jesus kann niemand befreien. Dann können wir in welche Gemeinde kommen, aber nicht zu stellen. Das war gut, nächsten Tag waren sie da und dann wollten sie noch sprechen danach. Und dann, als finde ich, dass sie war eine schwer besessene Frau. Und sie war errettet. Und dann habe ich mit ihr gesprochen und dann hat sie wie ein Tier gebrüllt mit einem anderen Bruder. Und dann habe ich gesagt, naja, Schwester, du brauchst die offene Türe zu schließen, du brauchst in die Heilige Schrift zu gehen, wie betreut Ortsgemeinde zu besuchen, hat sie alles nicht getan. Aber sie hat charismatische Prediger besucht. Dann kam sie nach 2 Jahren nochmals bei uns, wenn wir eine neue Gemeinde in der Schweiz angefangen haben, hat sie sehr unreinen Geist und habe auch gesagt, Schwester, das ist nicht gut, was hier läuft. Und dann bekam ich nach noch 2 Jahren ein Telefonat von ihrer Freundin, dass diese erste Schwester, die so besessen war, hat sich umgebracht, ist da von der Fürstenlandbrücke nach unten gesprungen, um Suizid. Und dann hat sie gesagt, weißt du, Pastor, meine Freundin, die ist nach ihrer Rettung zu der größten amerikanischen charismatischen Prediger gegangen. Also in die USA ist sie gegangen, sie wollte befreit werden. Und sie sagt, am Ende ihres Lebens war sie schlimmer daran, als wenn sie sich gerade retten nicht durch Jesus Christus. Warum? Sie hat mehr unreine Geist mit all dieser Handauflegung auf sich genommen. Mit anderen Worten, tu das nie. Lass niemals dich die Hände auflegen. Du kannst für jemanden können Leute für dich beten, aber niemals die Hände auflegen. Viele von diesen charismatischen Predigern sind Satanisten. Ja. Ich weiß nicht, ob es auf YouTube ist, es gibt einen Film, das heißt Wölfe in Schafskleider heißt das. Und das ist ein Film, wo Leute mit Bildern von diesen berühmten charismatischen Prediger Filme, Aufnahmen gemacht haben und sie machen das Zeichen, Mittelzeichen, und du hörst Leute sagen, Herr, gib sie Sünde, wenn sie mit so einer Jacke schmeißen und Leute fallen dann in Ohnmacht hinten, was auch Unsinn ist, weil in der Bibel, wenn jemand von Gottes Geist berührt wird, fällt er nach vorne, um anzubeten, er fällt nicht nach hinten, als ob man jemandem hier einen Knockout-Schlag gibt, einen Haken gibt hierauf. Das ist nicht wie die Heilige Schrift das sagt, dass das passiert. Das ist eine ganz wichtige Sache. Also lasst niemand euch die Hände auflegen. Das ist Standard heute in sehr vielen charismatischen Pfingstgemeinden, auch hier in München. Einfach den gleichen Blödsinn, den man in den USA aufnimmt und so weiter. Und man öffnet da eine Gemeinde oder die selber für unreine Geister. Also hier, mein Rat ist, hält euch fern davon. Dann in 2. Korinther Kapitel 12, Vers 12 lesen wir, dass der Feind auch Aposteln hat, die das nachahmen, was Gott tut. 2. Korinther 12, 12. Es sind ja eines Apostels Zeichen unter euch geschehen, mit aller Geduld, mit Zeichen, mit Wundern und mit Taten. Das heißt, ein Apostel, wie Paulus, Barnabas und andere, haben Zeichen gehabt. Das ist der wahre Grund, warum die Leute heute sagen, hast du Zeichen? Dann können sie sagen, wir sind ein Apostel. Problem ist, wenn sie niemand heilen können oder etwas Tödliches trinken können oder Wasser laufen können, haben sie kein Zeichen, sind sie auch kein Apostel. Die Charismatiker und die Katholiken, die kommen zusammen, die waren auch zusammen mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und der Grund ist, beide Gruppen, Katholiken und Charismatiker, haben ein Problem mit biblischer Autorität, mit diesem Buch. Kein Charismatiker liest dieses Buch, kein guter Katholik liest dieses Buch. Sie haben ein Problem mit der Autorität von diesem Buch. Weil was tun sie? Die Kirche Rom sagt, wir stehen über die Bibel und sicher über die Heilige Schrift, durch die apostolische Nachfolge, die wir via Petrus, durch die heutige Päpste bekommen. Die andere Gruppe sagt, wir haben auch apostolische Autorität, können also über die Bibel stehen, aber wir haben die Zeichen, durch die Zeichen dann beweisen wir, dass wir apostolische Autorität haben. So, beide Gruppen haben einen Hass. Darum hat man die charismatische Erneuerungsbewegung innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Vögel eine Art, kommen immer zusammen. Herodes und Pilatus wurden Freunde, am Moment, dass sie das Fleisch geworden Wort gesehen haben, ihr gemeinsamer Feind. Am Ende tot war, sind sie aufeinander losgegangen. Heute haben diese zwei Gruppen im Abgrund am gleichen Hass gegen das geschriebene Wort Gottes. Und darum nennen wir uns erstens Bibelgläubige Gemeinde, die Schrift zentral hat, Gottes Wort zentral hat.
2. Korinther, Kapitel 12, Vers 12. Apostel, die hat die Zeichen, und die Zeichen, sollen wir so später sehen, gibt es nicht mehr. Auch Paulus hat sie verloren am Ende seines Lebens. Dann in Apostelgeschichte 1 sehen wir die Bedingungen für den 12. Apostel. Judas Iskariot war von seinem Amt weggenommen. Wir sollen auch noch heute in der Predigt über ihn sprechen, das Charakter von diesem Judas Iskariot sprechen. In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 21 bis 26 lesen wir etwas über die Bedingungen für diesen Apostel. So muss nun einer unter diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, welche der Herr Jesus unter uns ist, aus und eingegangen von der Taufe des Johannes an, bis auf den Tag, da er von uns genommen ist, ein Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Wir haben zwei vorgestellt, Josef, genannt Barsabbas, und mit dem Zunamen Just und Matthias. Sie haben dann gebetet und sprachen, Herr, alle Herzen und Könige, zeige an, welchen du erwählt hast unter diesen Zweien. Dass ein Empfänger diesen Dienst und Apostel, der von Judas abgewichen ist, dass er hinging an seinen Ort. Und er war dann Matthias, er wurde zugeordnet an den 11 Aposteln, also 12 Aposteln. Also ein Apostel, nach Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 21 bis 26, musste Jesus gesehen haben. Und darum siehst du immer diese Charismatiker in ihren Bekehrungsgeschichte, die sie verfälscht haben. Oh, ich habe Jesus geschickt. Jesus ist mir persönlich begegnet. So, aber. So lügen einfach, wie es geschrieben steht, aber wie kann das nachgehen? Kommen Sie immer mal, dann sind Sie auch ein Apostel. Das ist die Idee dahinter. Dann in Offenbarung Kapitel 2, nein, wir haben noch eins vergessen. 2. Korinther 11. Genau, 2. Korinther Kapitel 11, Vers 10 bis Vers 15. 2. Korinther 11, Vers 10 bis Vers 15. So gewiss die Wahrheit Christi in mir ist, so soll mir dieser Ruhm in den Ländern Achaias nicht gestopft werden. Warum das, dass ich euch nicht so lieb habe, Gott weiß es. Was ich aber tue und tun will, das tue ich darum, dass ich die Ursache abhaue, denen die Ursache suchen, dass sie rühmen möchten, sie seien wie wir. Denn solche falsche Apostel und trügliche Arbeiter verstellen sich zu Christi Aposteln. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich zum Engel des Lichts, als ein Erscheinen des Lichts. Na, du weißt, wie ihr Mohammed erschienen ist. An Joe Smith von der Mormonen erschienen ist. Engel Moroni, Engel Gabriel, also ein Engel, ein Licht. Darum ist es nicht ein großes, ob sie auch seine Diener verstellen als Prediger der Gerechtigkeit, welche Ende sein wird nach ihrem Werken. Also der Feind sieht Gottes Arbeit und er hat Nachahmer, die tun das, ob sie von Christus sind, aber sind es nicht. Also es gibt zwei Dinge, die du sie prüfen kannst, anhand von den Früchten, kann man den Baum, und anhand von der Schrift selber. Und die meisten Leute, die sich verstellen als Diener der Gerechtigkeit, sind falsche Aposteln und die können niemals mit der Schrift ein Gespräch angehen. Meistens ist es so, schon nach ein paar Minuten, dann tun sie das. Die Bibel wird geschlossen. Was sie haben ausfindig gemacht, du kennst die Schrift. Wenn du die Schrift kennst, unabhängig ob du eine Basisstufe Ausbildung hast, du kennst die Schrift, haben sie absolut keine Chance gegen euch. Damit mutig euch auch, macht ein Foto davon, schreibt es in eure Bibel mit Referenzen, Staccato-Wörter. Das braucht ihr, um ihren Mund zu stopfen. Und sie machen viele junge Christen kaputt. Ich beobachte, wie das geht. Jemand kommt zu glauben, liebt den Herrn, ist wirklich von neuem geboren. Das Erste, was der Feind tut, ist ein Zeuge Jehova, ein Mormon oder ein Charismatiker vorbeischicken. Und flupp, bist du darin. Und dann wird die Liebe zum Herrn direkt kaputt gemacht mit Gefühlen. Und nicht mit Unterstützung mit der Heiligen Schrift, dass sie für den Herrn Jesus was tun können, wie sie Sieg haben über Sünden, beziehungsweise den Herrn aufbauen können und so weiter. Das lernen sie alles überhaupt nicht in der charismatischen Gemeinde. Dann in Offenbarung Kapitel 2, Vers 2 ist geschrieben, du kannst sie auch prüfen. Ich denke noch, du musst auch solche Leute prüfen, die sagen, dass sie Aposteln sind. Weil sie sagen, sie haben die Zeichen. Da haben wir gerade erwähnt, wie du das tun kannst. Aber prüf sie mal.
Offenbarung 2, Vers 2. Ich weiß deine Werken und deine Arbeit und deine Geduld, und dass du die Böse nicht tragen kannst und hast versucht, die, so da sagen sie, sein Apostel, und sie ist nicht, und hast sie Lügner erfunden. Es kann niemand heilen. Ja, dann haben wir daar een zo'n charismatische clown, want hij had zo'n reden gehouden, want dat was een oude baptist, was zo'n eenmalige gangster, waar nog is, en dan had hij gezegd, ja, reden was een boende ontzeichen, had de baptist gezegd. Ja, ik heb ook een vraag. Kun je het zeggen aan honden toe? Ja, dat is verstandig. Ja, moet ik voor ze bidden? Ja. Wat willen ze dan? Ja, ik had zo'n kale kop, ik wil een beetje haar hebben. Kun je meer haar hebben? Problem, ich bete für sie. Ja, aber ich will nun Haare haben, nicht morgen, nun. Ja, wie Jesus, wir halten auch Leute direkt, richtig? Wie Jesus Hände haben und Herr, dann ist es nicht, dass sie morgen geheilt oder von den Toten aufgestellt werden, nicht? Ich will direkt geheilt, ich sage, ich will direkt sofort mehr Haar auf meinen kahlen Kopf haben. Ja, das kann ich nicht versprechen. Also, ich habe doch Zeichen, oder nicht? Ja, das schon. Ja, sind Sie ein Lügner? Nein, das nicht. Dann beten Sie mal da. Ich kann Hände auflegen, ich möchte nun sofort mehr Haar haben. Jeder kann schauen hier, wenn ich mehr Haar bekomme. Hat ein ganzes Ding von gemacht, und der Typ wurde rot, natürlich, da ist nichts passiert. Als Beispiel, du musst sie prüfen, um du sowas findest, sie sind Lügner, sie können nichts tun. Sie reden nur, aber sie können nichts Praktisches tun, kein einziger Wunder können sie tun. Sie sind Lügner, professionelle Lügner, und mit diesen Lügner werden manche Multimillionär. In USA habe ich gesehen, in Indien habe ich es auch gesehen, die haben ein ganzes Stadion vor uns, da kommen all die armen Indier, die denken, kopiert aus Amerika, am Ende denken, naja, wenn ich ein bisschen Geld gebe, mein Zehnte gebe, dann bin ich reich, Wohlstandsevangelium. Und sie prüfen nicht, dass es einfach ein Lügen ist und tun das alles und erwarten, dass sie dann plötzlich, dass die Pforte des Himmels offen gehen, dass sie dann Geld in Überfluss bekommen. Sie bekommen nichts. Sie werden nicht geheilt, sie bleiben krank. Und die Leute lügen einfach. Und was sagen sie dann nach einiger Zeit? Ja, es ist kein Wunder, dass sie nicht geheilt wird. Ja, wieso dann? Wegen ihrem Mangel an Unglauben. Du bist schuld, dass du nicht geheilt wirst, obwohl sie noch nicht mal eine tote Maus heilen können. Es ist tragisch, aber die Leute kennen die Bibel nicht. Und darum haben sie große Möglichkeiten, um Leute zu verführen. Und schlussendlich, wozu dient das alles? Wir sollen das auch mit dem Predigt noch besprechen. Der Feind kommt in der nahen Zukunft nach der Aufnahme der Gemeinde, um mit lügenhaftigen Zeichen und Wunder die Massen zu verführen. 2. Thessaloniker, Kapitel 2, Vers 9. Das ist diesen boshaftigen Antichrist, welches Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaftigen Kräften und Zeichen und Wunder. Es sind lügenhaftige, es sind falsche Zeichen und Wunder. Leute, die das nur suchen, die werden verführt. 2. Thessaloniker 2, Vers 9. Und nochmal, denk nou mal nach. Jemand könnte ein ander physisch heilen, nehmen wir an. Gott kann es doch immer tun, aufgrund von Gebet. Aber die sagen dann, mit Handauflegen kannst du es direkt tun. Es ist aber charismatische Gemeinde oft, also die große Kreuzzüge, wenn sie das, wird 4, 5 Kollekte wieder aufgenommen. Eine für Score, der zweite für den Transport, der dritte für das Stadion oder Halle, der vierte für die Predigt, der fünfte für noch was. Es hat nur Interesse an deinem Geld. Und tragisch ist, dass viele Leute, weil sie die Schrift nicht kennen, auch hier in Deutschland, Deutschland ist ein sehr ausgebildetes Volk. Aber weißt du, was das größte Problem mit den deutschen Leuten ist? Sie kennen das Buch nicht. Und dann kann man sie einfach verführen. Die meisten Pastoren sind schlechte Lehrer, sie kennen das Buch nicht und sorgen auch nicht dafür, dass ihre Leute einen guten Schutz bekommen, Unterricht bekommen gegen solche Betrüger. Das ist das Problem. Also, lass dich nicht verführen von diesen betrüglichen Arbeitern. 2. Korinther 11 habe ich noch nicht aufgeschrieben, glaube ich, hier. 2. Korinther 11, 10 bis 15. Und Offenbarung 2, 2. Du kannst es auch mal aufschreiben und dann musst du auch die Kategorie dahinter tun. Das über das Thema die Zeichen. Nun will ich gerne noch was sagen über das Thema Zungen. Du hörst oft die Leute, die immer sagen, ja, sprich nicht in Zungen, oder sprich nicht in Zungen. Dann bist du dann wahrscheinlich doch nicht errettet, oder ja, dann hast du vielleicht einen Heiligen Geist nicht mehr, oder weißt du, da kommt so ein Schuldgefühl, wie die angehen, du musst in Zungen reden können.
En begin is dan, nou, ik kan een koers doen, ja, een beetje zongen, en dan machst du das auch. En denkst du, nou, dan heb ik het ook. Ik gehöre auch dazu. Ik heb den Heiligen Geist auf sich. Dan machst du so, ja, dan hörst du so. Dan machst du dann, ja, ik übe meine Zunge, sagt der Mann, dass ich nicht meine Zungengabe verliere. Absolute Blödsinn. Sondern sehen, die Schrift sagt ganz klar, die Zungen, erst muss ich dabei noch sagen, Zungen sind ein Folge gewesen von Gottes Gericht in 2. Mose 11. Als we nog herinneren, de Leute wollten zijn wie Gott, hebben een Turm gebouwd bij Babel in 2. Mose 11. En wat had Gott getan? Die Verwirrung der Zunge. Babel, Verwirrung heißt das auch. Die Zunge waren ein Gericht von Gott. Das heißt, die Zunge komen terug. Die waren in Anfang Postgeschichte da, spezifisch für die Juden, weil die wollten ein Zeichen haben. Aber die kommen zurück nach der Rückkehr der Gemeinde in Jakobs Trübsalzeit. Da kommen die Zungen wieder zurück. Dann lernen die 144.000 alle Sprachen der Welt und gehen überall hin, um in all die Sprachen in maximal 7 Jahre Zeit das Evangelium von Reich zu verkündigen. Das nennen sie da. Und ich habe sie auf dem Missionsfeld in Asien auch gesehen, die Pfingstcharismatischen Typen. Dann sage ich dann, ja, wie geht es mit der Sprache? Ja, geht gut. Wie lange hast du die Sprache gelernt? So Chinesisch, ja, so 8 Jahre oder so. Ich sage, oh, 8 Jahre, wieso hast du das nicht in der Sprache und Zunge? Kommt doch nicht, das Chinesische so einfach dir geben. Nein, ich musste das lernen. Du sprichst einfach nicht so eine andere Sprache. Aber das Zungenreden in der Schrift ist eine ganz klare, bekannte Sprache, die Gott die Leute hat gegeben als ein Zeichen für die Juden. Kommt nach 1. Korinther 14, Vers 22 und dann sehen wir, dass da die Zungen ein Zeichen ist für ungläubige Juden. Das ist die Zusammenhang. 1. Korinther 14, Vers 22. Darum sind die Zungen zum Zeichen nicht den Gläubigen, sondern den Ungläubigen. Also Zungen sind ein Zeichen, ein Zeichen für ungläubige Juden. Also wenn Leute sagen, na, wir sprechen in Zungen in der Gemeinde, dann sage ich, dann gibt es auch ungläubige Juden. Wenn nicht, nicht zu suchen mit Zeichen, mit diesem Zungengeplapper. Das ist ganz klar, wie es erwähnt wird. Dann in Apostelgeschichte 2, 10 und 19 gibt es dreimal, dass Zungen erwähnt werden in der Heiligen Schrift. Das müssen wir mal anschauen. Apostelgeschichte Kapitel 2, 10 und 19. Einzige dreimal, dass der Zungenreden wird erwähnt in Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 2. Vers, die ersten 11 Versen. Erstens sehen wir da, das erste Zeichen ist nicht Zungenreden, wenn der Heilige Geist kommt mit Pfingsten. Das ist heute, glaube ich, Pfingstsonntag. Was ist das erste, Vers 2? Ein Brausen von Himmel. Das ist es, nicht das Zungenreden, Brausen von Himmel. Und dann sieht man Zungen zerteilt, als wären sie feurig, Vers 3. Und dann fangen sie an zu predigen, Vers 4, mit anderen Zungen. Na, was sind das? Ist es in Englischsprache? Nein, warum nicht? Wir lesen in Vers 6, es hörte ein jeglicher, dass sie mit seiner Sprache redeten. Das ist eine bekannte Sprache. Was für eine bekannte Sprache? Vers 8, hören wir dann ein jeglicher, seine Sprache, darin wir geboren sind. Wie kann es sein, dass Juden in Galiläa geboren, niemals aus Israel damals gewesen, sprechen fließend Ägyptisch. Latein, Arabisch, Kretensisch und so weiter. Wir hören sie mit unseren Zungen, unseren Sprachen, die große Tat Gottes reden. Wie kann das sein? Urdu, Farsi, kurdische Sprache. Wie kann das sein, dass die Jüdische das so plötzlich fließend sprechen? Das war ein Zeichen für alle Juden, die von der ganzen Welt kommen, dass diesen Jesus, die da gepredigt wird, die lang erwartete Messias ist. Das war der Grund für diese bekannte Sprache, die die Juden plötzlich so bekommen haben, die Apostel. Dann in Apostelgeschichte 10 lesen wir, dass das zweite Mal wird erwähnt, dass da Zungensprache gebraucht wird. Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 45. Petrus spricht die Worte in Vers 44, die Worte bezüglich durch den Namen Jesu, Vers 43. Wenn alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen. Da Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten.
Wie wissen die Leute das? Wie wissen die Leute, dass die Gläubigen aus den Juden, die mit Petrus mitgekommen waren, dass die Heiden durch Glaube alleine den Heiligen Geist bekommen haben? Was war das Zeichen? Weil die Juden brauchen ein Zeichen zu haben. Was war das Zeichen für die Juden, die mit Petrus gekommen waren, dass man nicht getauft werden muss? In Apostelgeschichte 2. Dass man nur durch Glaube alleine Vergebung der Sünden bekommen hat. Nun, Vers 46. Sie hörten, denn Grund, sie hörten, dass sie, diese Leute im Cornelius Haushalt, mit Zungen redeten. Das waren Heiden im Cornelius Haushalt und Gott hochpreisen mit Zungen. Das war bekannte Sprache, möglich Latein. Da haben wir gedacht, wie kann das dann sein, dass die Juden, die damit hinter sich kommen, plus die Friesen, Latein Gott preisen. Das muss ein Zeichen sein, dass diese Heiden, wie wir den Heiligen Geist bekommen haben, wie durch Wassertaufe, Apostelgeschichte 2, sie durch Glauben alleine. Und deswegen, sagt Petrus dann, Vers 47, mag auch jemand das Wasser wehren, da diese nicht getauft werden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich auch wie wir. Und befahl sie die Taufe in den Namen des Herrn. Nicht in den Namen Jesu, in den Namen des Herrn, in den Namen vom Vater, Sohn, Heiligen Geist. Nicht in den Judentaufe, wie den Namen des Herrn Jesus, wie eine neue Bibel davon gemacht haben. Dann das letzte Mal sehen wir in Apostelgeschichte 19, es ist das letzte Mal, wo das Wort das Zungenreden wird erwähnt. Und da haben wir den Apostel Paulus, das hat er Petrus gehabt, das ist der Apostel an den Juden, dann Paulus Apostel an den Heiden. Er kommt dann in Korinth und findet da 12 jüdische Jünger. Jüdische Jünger, die getauft sind mit Taufe von Johannes der Täufer. Johannes hat gesagt, ja, ich muss warten auf denen, die nach mir kommen, das ist Jesus. Der ist der Messias, aber das haben sie nicht gewusst, diese jüdischen Jünger. Wurde getauft mit der Taufe von Johannes, sind dann weggezogen. Dann ist natürlich die Frage gewesen für diese jüdischen Männer, ja, wer ist dann der Messias, wovon Johannes gesprochen hat? Und dann lesen wir, dass Paulus sagt in Vers 4, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und sagte dem Volk, dass sie sollten glauben an den, der nach ihm kommen soll, das ist an Jesum, dass er der Christus, der Messias sei. Also dieser Zimmermanns, Sohn aus Nazareth, sagt Johannes, das ist der Name des Messias. Ist ein Königskind, ein Zimmermanns, Sohn aus Nazareth. Vers 5, da sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Die Taufe von Johannes, die Taufe von Jesus. Herrn Jesus, Judentaufe. Und da Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie, und redete mit Zungen und Weissagten. Dass die Männer haben dann den Herrn in andere Sprache gelobt und gepriesen, als eine Begründung von Gott und Heiligen Geist. Diesen Jesus, die Paulus spricht, ist der lang erwartete Messias. Das waren jüdische Männer, das waren 12, Vers 7, Zahl der Juden, Israel. Und es war in die Schule, die Synagoge, wo er war, eine jüdische Synagoge. Das waren jüdische Leute, die ein Zeichen brauchten, als Bestätigung, dass dieser Jesus der lang erwartete Messias war. Und deswegen haben sie in Zungen bekannte Sprachen Gott gelobt, die sie nicht kannten davon. Dreimal, Kapitel 2, Kapitel 10 und Kapitel 19. Nun, wenn eine Person in Zunge spricht, braucht er einen Übersetzer zu haben. Wir haben auch jemanden mal hier gehabt, glaube ich, aus Pakistan oder so, oder wo auch. Ist aber zu ihr gekommen, gibt ein Zeugnis. Und was tun wir dann? Wir haben einen Übersetzer. Für diejenigen, die gut Deutsch verstehen. Richtig? Das muss sein. Und das sagt die Bibel auch in 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 27. 1. Korinther 12, Vers 27. Ihr seid aber der Leib Christi und Glieder an jedem nach seinem Teil. Gott hat gesetzt in der Gemeinde als Ersten die Apostel, als Andere die Propheten, als Dritte die Lehrer, danach die Wundertäter, danach die Gaben gesund zu machen, Helfer regieren, mancherlei Sprachen. Also, mancherlei Sprachen wird nochmals erwähnt in Vers 30. Reden Sie alle mit mancherlei Sprachen? Nein. Können Sie alle auslegen? Auch nicht. Bestimmte haben Angaben für eine Sprache und können das auch auslegen. Aber wenn wir jemanden haben, der in Englisch spricht, dann müssen wir einen Ausleger haben, der es auslegt auf Deutsch. Anders muss er schweigen. Das ist, was die Bibel sagt. In 1. Korinther Kapitel 14 wird das Thema nochmals angesprochen. In Vers 1 strebt nach der Liebe.
Fleißiget euch die geistlichen Gaben am meisten, aber dass ihr Weissagen mögt. Weissagen, Predigen ist wichtiger als in Zungen oder in bekannte Sprache sprechen. Vers 4. Wer mit Zungen redet, der bessert sich selbst. Wer aber weissagt, der bessert die Gemeinde. Wenn ich hier in Niederländisch anfange zu sprechen oder jemand anders in Serbisch und so, sagen die meisten, ja, schön für dich, aber dafür habe ich nicht so viel. Aber eine Menge verschiedene Sprachen, die man hier sprechen kann, aber das hat keinen Sinn. Man muss eine Sprache, die die andere erbaut, bessert. Ich wollte, dass ihr alle mit Zungen reden könntet, aber vielmehr, dass ihr weissagt. Das ist wichtiger, Prediger, als in Zungen reden. Denn der, der weissagt, ist größer, denn er mit Zungen redet, es sei denn, dass ihr es auch auslegt, dass die Gemeinde davon gebessert wird. Darum braucht es ein Auslegen neben einer Person, die in einer bekannten Sprache spricht. Wenn jemand weissagt, soll es aufgrund der Heiligen Schrift sein. Kommt nach 2. Petrus 1, Vers 20. 2. Petrus Kapitel 1, Vers 20. Und das sollt ihr für das Erste wissen, dass keine Weissagen in der Schrift geschieht aus eigener Auslegung. Also, die Autorität ist die Heilige Schrift. Weissagen soll immer geprüft werden anhand der Heiligen Schrift. Das ist eure Autorität. Dann sage ich immer, Aufgabe eines Lehrers ist, dass ihr die Bibel nicht nur nahe bekommt, die Bibel kennenlernt, dass ihr auch Unterscheidungen bekommt, was ist wahr und was ist falsch. Heute mit Google, man kann so wahnsinnig viel Information holen. Du kannst diese Bibliothek downloaden, ich habe auch ein paar von diesen CDs. Dann kaufst du für 100, 200 Euro, da hast du tausenden Bücher. Verschiedene Hebräische Testamente, Griechische Neuen Testamente, Wörterbücher, Griechische, Deutsch, Hebräisch, Deutsch, Kommentare überall, 30 oder 50 verschiedene Übersetzungen, wieder auf Deutsch oder andere Sprache. Welches Buch ist die Schrift? Da liegt das Problem. Dann sage ich, das ist ein Buch auf Deutsch, das Wort Recht teilen, und das ist schon sehr wichtig, um zu wissen, ob da Betrüger sind, die im Namen Jesu etwas sagen, oder die Person, die das Wort Recht teilt und die die Wahrheit spricht. Das musst du selber dann nach einiger Zeit ausfindig machen. Und keine kunstmäßige Intelligenz oder AI kann dich darin unterstützen. Du musst selber darin dein Gehirn einschalten, suchen, beten, und dann sagt Gott, wer sucht, findet. Das ist eine eigene Entscheidung und du hast hochintelligente Leute, die werden vollkommen verführt in diese Bewegung als Christen. Weißt du, was das Problem ist? Ihr Herz. Und kein KI oder AI kann dich darin unterstützen. Das sind individuelle Sachen. Das ist typisch, wie der Herr ist. All diese moderne Elektronika und Intelligenz, wenn dein Herz nicht stimmt, wirst du entweder verloren oder wirst du an ihre Lehre verführt. Das ist, wie Gott das macht. Die geht weit über die sogenannte kunstmäßige Intelligenz aus. Oder künstliche Intelligenz aus. Ich habe noch eine Menge Sachen über die Zungen. Ich will sie nicht alle hier erwähnen. Vielleicht noch als Ende ein paar Regeln für Zungen sprechen. In 1. Korinther Kapitel 14, Vers 26. Das heißt, auch wenn wir zum Beispiel eine Konferenz haben in der Schweiz oder hier haben zu kommen, da auch Ausländer, also die kein Deutsch sprechen oder verstehen. Und du siehst immer, ich habe da immer einen Übersetzer, die dann simultan oder anders daneben steht und übersetzt. Vers 26 von 1. Korinther 14. Wie ist ihm denn nun, liebe Brüder, wenn ihr zusammenkommt, so hat ein jeder Psalmen, er hat eine Lehre, er hat Zungen, er hat Offenbarung, er hat Auslegung. Das ist alles geschehen zur Besserung, zu jemand mit der Zunge redet. Oder zwei oder auch meistens drei. Eins ums andere, so lege es eine aus. Wir können zu zwei, drei Leute etwas sagen. Wir haben oft Prediger, die dann am Morgen drei Männer predigen dann. Aber die muss, wenn er Englisch spricht zum Beispiel, einen Übersetzer haben. Immer nur Übersetzer. Ist er aber nicht ein Ausleger, so schweige unter die Gemeinde, rede er aber sich selber um Gott. Die Weissager aber lassen reden, zwei oder drei, und die anderen lassen richten. Zwei oder drei, das ein nach dem anderen, nicht durcheinander. Was man oft hört in diese charismatische Gemeinde. Dann in Vers 32. De Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Also du kannst prüfen, mit was für einem Geist jemand spricht, anhand von der Heiligen Schrift. Das sollst du dann prüfen.
Und in Vers 38 lesen wir, ist aber jemand unwissend, der sei unwissend. Mit anderen Worten, wenn ihr nicht wissen will, kann es nicht zwingen. Aber wenn das Gleiche, die ihre Lehre behalten möchte, lass ihm einfach gehen. Und diese Lehre von Charismatiker zerstört jede Ortsgemeinde. Damit direkt hört es auf zu zeugen und zu missionieren. Aber die Gefühle stehen dann über die Heilige Schrift. Es gibt drei Dinge, die eine Ortsgemeinde zerstören. Charismatische Lehre, Calvinismus, die Auserwählungslehre, und Hyper- oder Ultra-Dispensationalisme, dass man sagt, man muss nicht mehr zeugen, aber auch nicht mehr taufen und so weiter. Wir sind nur zusammen in einem Eck und nur ein paar Briefe von Paulus sind für uns und der Rest nicht. Wir haben da mal in der Vergangenheit super gesagt, das kann man auf unserem YouTube-Kanal sehen. Also die drei machen eine Gemeinde kaputt, aber die erste, die wichtigste, ist diese Lehre von der charismatischen Irrlehre. Und schlussendlich, Vers 40 von 1. Korinther 14, lasst alles ehrlich und ordentlich zugehen. Wir haben einen Fußballtrainer gehabt und die hat dann undeutliche Befehle gegeben und alles sind durcheinander gerannt. Das heißt, wenn ein Prediger da steht, muss er ganz klar und deutlich das Wort bedienen. Und das nicht tut und eine andere Sprache spricht, ist eine Unordnung. Heute haben wir eine wahnsinnige Unordnung in viele Freikirchen, die durch diese Lehre infiltriert worden sind. Leider. Dann möchte ich das letzte Thema noch besprechen und das ist das Thema von Heilung. Also bevor ich vergesse noch über die Regeln von Zungenrede, zwei oder drei, ein nach dem anderen, keine Frau, ein Übersetzer und zur Besserung. Dann die Sache mit Heilung. Heilung ist eine wichtige Sache, die wir schon im Neuen Testament sehen in der Zeit von Jesu Christi. In Markus Kapitel 6, Vers 5 und Vers 6 lesen wir, dass Paulus da Jesus in seinen eigenen Ort kommt und fähig ist, Leute zu heilen, ohne dass sie Glauben haben. Das ist sehr wichtig, weil die Idee heute ist, dass diese Betrüger immer sagen, du bist nicht geheilt, das kommt, weil du keinen Glauben hast. Das sagen sie dann. Ich habe gesehen, Leute, die dann den ganzen Scheck da einschmeißen, die sind behindert und so weiter und sagen, naja, ich muss viel Geld geben und viel beten, dann bin ich geheilt und die stehen dann auf und die versuchen zu laufen und fallen nieder. Jetzt habe ich all die Geld gegeben und dann sagt der Heiler, das tut mir leid, aber ja, ich habe einfach nicht genügend Glauben, komm nächstes Mal zurück. Aber sie kommt sein Geld nicht zurück. Dann kaufst du ein Auto für, was ist es, 20.000. Und dann denkt das fährt auseinander oder Motorschaden nach einem Monat. Dann sagst du, ja, Garantie, Geld zurück. Dann sagen die Glühenden, nein, du kommst nicht zurück. Weil du bist schuld wegen deinem Unglauben. Was sagt Markus 6, Vers 5 und 6? Das hat nichts mit dem Glauben der Empfänger zu tun. Markus 6, Vers 5. Er konnte auch da nicht eine einzige Tat tun, ohne wenige sicheren Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Er konnte sie heilen. Aber er verwunderte sich ihres Unglaubens. Er hat keinen Glauben gehabt. Und doch wurde sie geheilt. Das ist auch mal diesen charismatischen Clowns. Zeigen, ja, wenn sie wieder jemandem in gewisser Rede möchten, die nicht genügend Glaube hat, weil sie einfach nun Macht haben, jemandem zu heilen. Dann in 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Und ich bin, Gott kann durch Gebet Leute sicher heilen, aber die größte Heilung, meine Meinung ist, wenn eine Seele errettet wird, durch Glaube an Jesus Christus. Da fängt die wahre Heilung an. Und viele werden später körperlich von bestimmten Dingen geheilt, weil ihre Seele wird geheilt. Die Sünde wird vergeben, die Verbitterung wird in sie los. Das ist wahre Befreiung. Durch die Macht der Sünde, die gebrochen wird, und die Strafe der Sünde, die weggetan wird, durch Glauben an das Blut des Herrn Jesus Christus. 1. Korinther Kapitel 12, Vers 9. Einem anderen den Glauben in demselben Geist, einem anderen die Gabe gesund zu machen in demselben Geist. Ich glaube, dass wir viele Ärzte haben, die haben auch einen bestimmten Platz, um Leute Medizin vorzuschreiben oder zu operieren und so weiter. Und können deswegen auch von Gott gebraucht werden, um körperlich jemanden gesund zu machen. Natürlich muss man beten dafür, das ist immer so. Aber auch normale Ärzte haben ihr Platz darin. Dann in Apostelgeschichte 19 sehen wir, dass da eine Macht war bei Apostel Paulus, die es heute nicht mehr gibt.
Apostelgeschichte 19, Vers 11 und Vers 12. Gott wirkte nicht geringe Taten durch die Hände des Paulus, außer dass sie auch von seiner Haut die Schweichtüchlein und Koller über die Kranken hielten und die Seuchen von ihnen wichen und die bösen Geister von ihnen ausfuhren. Na, das ist Heilungskraft. Das Schweichtüchlein und du bist geheilt. Das war, wie es bei Paulus war. Aber das war, wenn er da hier noch angefangen hat, Gott hat ihn gebraucht, um auch die Juden das Evangelium zu geben. Gott hat noch immer mit den Juden als Volk nicht aufgehört zu handeln in Apostelgeschichte. Dann ein wenig weiter schreibt er an 1. Timotheus Kapitel 5 an Timotheus, dass er wegen seiner Krankheit ein bisschen Wein nehmen soll, wegen seiner Bauchkrankheit. Das ist ein bisschen Wein, Männer, nicht viel Wein. Und der Name ist auch nicht Timotheus. 1. Timotheus 5, Vers 23, trinke nicht mehr Wasser, sondern brauche ein wenig Wein, das ist eine Medizin, und ein wenig, um deinen Magen zu winnen. Und dass du oft krank bist, das heißt, Timotheus konnte sich selber nicht heilen und Paulus konnte Timotheus nicht heilen. Er brachte deswegen Wein, Alkohol hatten wir, das ist Medizin, und es war ein wenig. Das war gut zu sagen, der Name ist nicht Timotheus, es war ein wenig, es war auch eine Medizin. Und heute hat man viele, auch Christen, die denken von, ja, Timotheus hat auch Wein getrunken. Ja, als Medizin. Und dann sieht man nicht ein paar Flaschen Bier als Medizin. Und du bist auch nicht krank. Amen, das ist auch kein Magengeschwür. Sieh nicht, wenn es so fein kühl ist hier. Trink einfach, wenn etwas trinkt, alkoholfreies Zeug. Und am Ende vom Leben von Paulus, in 2. Timotheus 4, hat er nach der ersten Gefangenschaft, in Apostelgeschichte 28, wo die Juden in Rom das Evangelium das letzte Mal ablehnen, sagt der Apostel Paulus, von nun an geht das Evangelium an den Heiden und sie werden hören. Danach kommt er ein zweites Mal im Gefängnis, schreibt 2. Timotheus und spricht über die Zeit zwischen seiner ersten und zweiten Gefangenschaft und sagt dann in Vers 2. Timotheus 4, Vers 20, Erastus blieb zu Korinth, Trophimus aber ließ sich zu Milet krank. Nach seiner ersten Gefangenschaft in Apostelgeschichte 28, gut, haben sie den Geben abgelehnt, Zeichen haben aufgehört, konnte Paulus sein Mitarbeiter Trophimus nicht mehr heilen. Ganz wichtig. Paulus hat die Heilungskraft verloren. Wenn er hier noch lebte, hätte er noch immer keine Heilungskraft gehabt. Das fängt wieder an mit den 144.000 nach der Drückung der Gemeinde, wenn die Juden das Evangelium vom Reich anfangen zu predigen in andere bekannte Sprachen, Zungen. Es kommt dann wieder zurück, aber nicht nur vor der Entrückung. Lukas war ein beliebter Arzt, wird erwähnt, und hat Paulus ein Augenproblem gehabt. Darum schreibt er mit großen Buchstaben, habe ich euch geschrieben in Galater. Und das ist wahrscheinlich diesen Botschafter des Satans, die ihn plagt. Komm nach 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 7 und Vers 8. 2. Korinther, Kapitel 12. Vers 7 und Vers 8. Auch dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben, ein Pfahl ins Fleisch, nämlich der Satan als Engel, den ich mit Fäusten schlage, auch dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gefleht habe, dass er von mir wiche. Was sagt der Herr dann zu ihm? Lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, ab und zu kann Gott bestimmte Dinge erlauben bei dir, in gesundheitlich oder in Familie oder andererseits, dass du, dass er sagt, ich nehme diesen Fangensfleisch nicht weg, dass du lernst, dich Gottes Gnade zu genügen. Und das hat jeder von uns. Jeder von uns hat sein Kreuz. Ja. Und der eine, ich denke ab und zu, das Kreuz, was er hat oder sie hat, das könnte ich niemals tragen. Mhm. Unmöglich. Und das sagt er, das stimmt auch. Aber du hast das Kreuz, was du durch meine Gnade tragen kannst. Jeder hat darin sein eigenes Kreuz. Und am Moment, dass du das Kreuz lernst zu umarmen, kann Gott es zum Segen machen und kannst du in die Gnade wachsen. Was tun wir von Natur, was Fleisch hast? Ein Kreuz. Kein Fleisch sagt, nein, ich kann nicht warten, bis mein Kreuz gezogen wird. Wenn du das umarmst,
dann kannst du in die Gnade des Herrn wachsen, nicht davor. Und das ist auch eine Lektion, die der Herr uns beibringen muss in der Schule Gottes. Als letzte Matthäus Kapitel 7, Vers 21 bis 23, das Thema Heilung. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen und an jedem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viel Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie erkannt. Weichet alle von mir, ihr Übeltäter. Vergiss niemals, Judas Iskariot hat auch Zeichen gehabt, Leute gehabt. Und die waren Teufel. Ich denke noch, der Teufel kann auch heilen. Es gibt Leute, die weiße Magie betreiben oder schwarze Magie betreiben, das nennt sich von der gleichen Quelle. Da kommt zu positive Werke kurzfristig, meistens zu negative langfristig, immer zu negativ langfristig. Das, der Feind kann auch heilen oder Wunder tun. Wat immer een prijs eraan verdienen. Bezessenheid, suïcide, kapotte eer, alle mögliche dingen die je doet. En dat is, deswegen zeg ik, hände daarvan weg. Und viele moderne charismatica zijn niets anders als wijze magier. Im Namen Jezu. En Jezus zegt, je weg van mij, je übeltäter. So, mijn raad is, hände daarvan weg van de leraar en van solche Leute. Man kann sie schon versuchen, sie gegeben zu bringen und daraus zu holen, aber sie müssen selber willig brechen mit aller Dinge, Sünde bekennen, weil auch ein Christ kann dadurch eine offene Tür geben für unreine Geister. Und keiner von uns ist davon geschont. Man muss dafür einfach aufpassen in den letzten Tagen. Okay, lassen wir hier eine Pause machen. Vater, nochmals Dank für dein Wort. Danke, dass wir ein klares, verständliches Buch haben auf Deutsch, was uns auch warnt für diese falsche Sache, diese ihre Lehre. Hilf uns davon weg, zu bleiben von Lehren auch von solchen Leuten. Und wenn wir damit in Verbindung gewesen sind und noch immer sind, hilf uns davon gereinigt werden durch das Blut deines Sohnes. Und hilf uns auch, die Sünde zu bekennen, wenn wir uns damit mal eingelassen haben. Wir fragen deine Hilfe darin in Jesu Christi Namen. Amen. 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 Lass uns eine Pause machen.